Die 19-jährige Anna lebt gemeinsam mit ihrer Cousine in einer Kölner WG. Sie arbeitet als Praktikantin in einer Arztpraxis und verdient 250 Euro. Ihre reichen Eltern wollen sie zur Selbstständigkeit erziehen und unterstützen sie mit lediglich 300 Euro pro Monat. Vor 2 Wochen hat sie Marco kennengelernt und sich zum ersten Mal unsterblich verliebt. Der 27-Jährige ist arbeitslos und ständig knapp bei Kasse. Marco hat sich direkt bei Anna eingenistet und lebt auf Kosten der 19-Jährigen. Denn sie ist blind vor Liebe. Das nehme ich dir mal ab, würde ich sagen. Aber sag mal, was ich mich schon die ganze Zeit gefragt habe, ist, ja? Was ist das hier eigentlich? Was ist das hier eigentlich für ein krasses Bild? Das ist denke ich mal, deine Mutter, nehme ich an, ne? Ja, ist meine Mutter. Gehört euch davon irgendeine Yacht, oder? Die hier? Das ist ja schon ein ziemlicher Koloss, ne? Ja, aber sowas kostet doch bestimmt eine halbe Mille oder sowas. Ich hab keine Ahnung. Ja, aber unglaublich. Wie viel verdient dein Vater so im Jahr? Ist doch egal, oder? Ja. Komm, wir sind doch jetzt hier zusammen. Lass mir doch nicht über meine Eltern reden. Was ich mir wirklich wünschen würde, ist, dass ich ein schönes Foto immer von dir in meinem Portemonnaie dabei hätte. Und ich hätte den Fotoapparat auch dabei und dann könnten wir jetzt einfach ein paar Fotos machen. Oh Gott, du bist echt romantisch. Anna steht nicht gerne im Mittelpunkt und ist schüchtern. Bei ihrem neuen Freund will sie aber auf keinen Fall einen verklemmten Eindruck machen. Aber hey, ich habe mich gar nicht hübsch gemacht, oder so. Du bist immer hübsch. Du bist natürlich hübsch. Du musst dich nicht groß aufbrezen. Du bist ständig hübsch. Und so, jetzt wählen wir das mal. So. Wo soll ich denn hin? Dann schmeiß ich mal in Pose, würde ich sagen. Ich bin so verliebt. Marco bringt mich immer dazu, Sachen zu machen, die ich noch nie vorher gemacht habe. Mach doch mal den einen Träger so ein bisschen runter. So. Hm? Den Träger? Ja. Aber du hast eine wahnsinnige Figur und ey, du kannst mir auch vertrauen. Also das sind nur Fotos für uns beide. Aber wir kennen es doch erst seit 2 Wochen. Ja, aber wirklich. Also das ist vollkommen harmlos. Ne? Also es ist nur für uns beide und für mein Portemonnaie. Und wenn ich dich mal nicht sehe, dann kann ich so immer direkt an dich denken. Hm? Was denkst du? Versprochen? Das ja, heißt natürlich. Klar, ja, klar. Trotz aller Bedenken lässt sich Anna überreden. Zu groß ist ihre Angst, ihre neue große Liebe gleich wieder zu verlieren. Ein bisschen mehr. Jetzt zieh die Hose noch aus. Du brauchst sie echt nicht zu ziehen. Das ist wirklich nur für uns beide und ich möchte auch deine schönen Beine sehen. Du bist so unglaublich hübsch. Das ist der absolute Wahnsinn. Super machst du das. Das sieht so toll aus. Die sexy Fotosession wird aber abrupt von Annas Cousine unterbrochen. Anna! Stella wohnt mit Anna zusammen. Die 25-Jährige ist sehr extrovertiert und arbeitet in einer Table-Dance-Bar. Du glaubst gar nicht, was mir heute auf der... Ach, hi. Was machst denn du? Das hätte ich ja gar nicht... Ich meine, ich will euch jetzt auch nicht stören, aber was ist denn das mit dir? So kenn ich dich ja gar nicht. Ist nicht das, wonach es aussieht? Ja, gut. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem, was auch immer ihr da gerade macht. Ich gehe ja schon. Süß, mein kleines Cousinchen Anna. Das hätte ich ja echt nicht gedacht. Ich dachte irgendwie, die bleibt so eine alte Jungfrau mit 80. Und ja, jetzt macht sie ihre ersten Erfahrungen mit Jungs und dann macht sie gleich so sexy Fotos. Ich bin begeistert. Ey, es muss ja nicht peinlich sein, oh Mann. Klar, was Nein. denkst du denn? Das bleibt ja unter uns. Und wenn das deine Cousine sieht, das komplett. So. Ja, aber. Oh Gott, wie peinlich. Ich hätte besser ein Handtuch an die Tür gehängt. Das macht Stella mal, wenn sie Männerbesuch hat. Ich hatte ja noch nie Männerbesuch. Drei Tage später. Anna schwebt immer noch im 7. Himmel. Die 19-Jährige ahnt aber nicht, was ihr Freund Marco im Schilde führt. Hey, Marco! Hey, na? Na, Süße. Hm? Das war aber eine Überraschung. Ja, du. Ja, ich hab schon ein bisschen was auf dich gewartet. Ja, sorry. Es hat noch ein bisschen länger gedauert. Ja, macht ja nix. Hör mal, du bist doch mein absolutes Lieblingsbaby, ne? Ja. Und du müsstest mir einen riesen Gefallen tun. Und zwar bräuchte ich
muss ich mir 500 Euro von dir leihen für einen Laptop. Ich will Restpost im Internet aufkaufen und dann im Internet weiter versteigern. Ja? Und dafür, das geht halt nicht ohne Laptop. Und naja, ich dachte mir, du könntest doch vielleicht bei deinen Eltern irgendwie... Ich habe nicht einfach so 500 Euro. Ja, aber du, wenn du die bestimmt ganz lieb mal fragst... Du weißt doch, dass sie mir kein Geld geben. Ich soll selbstständig sein und ich... Hey Mann, ich dachte, du liebst mich. Ich bin arbeitslos. Wo soll ich denn das Geld hernehmen, Mann? Dann ist es zu viel verlangt, wenn du hier deine Eltern fragst oder was. Willst du mich eigentlich verarschen? Was soll denn der Scheiß? Es geht doch nicht darum. Kannst du einfach mit dem Fingerschnipsen machen. Da schrillen alle Alarmglocken, wenn er sie so unter Druck setzt. Eine Beziehung sollte immer auf Geben und Nehmen beruhen und niemals auf Druck und Erpressung. Weißt du was? Das war's mit uns. Ja? Ich brauche so eine Freundin nicht, ja? die mich nicht unterstützen möchte, ja? Und die mich auch nicht liebt. Und, aber eins kann ich dir sagen, das wird ein Nachspiel haben. Ja? Da kannst du dich mal drauf einstellen. Ja? Hey, warte doch mal. Was habe ich denn gemacht? Hey, warte. Ich liebe dich doch. Komm zurück. Warum macht er denn jetzt Schluss mit mir? Das ist doch meine erste große Liebe. Ich habe doch nichts falsch gemacht. Anna ist völlig verzweifelt. Mit so einer heftigen Reaktion hätte sie niemals gerechnet. Doch Trost ist bereits im Anmarsch. Jurastudent Leon ist Annas Nachbar und hat schon lange ein Auge auf die Neunzehnjährige geworfen. Hey, Anna. Ist alles okay bei dir? Nein. Kann ich irgendwie helfen? Nein, schon okay. Bitte. Danke. Kann ich dir wirklich nicht irgendwie helfen? Nein. Okay. Ich möchte jetzt einfach alleine sein. Kein Problem. Du weißt, wo du mich findest. Ich bin immer für dich da, okay? Ja, danke. Okay, mach's gut. Ciao. Jana, die ist so ein hübsches, nettes Mädchen. Es tut mir echt leid, die so leiden zu sehen. Ich wünsche, ich könnte ihr helfen. Eine Woche später. Anna hat die Trennung von Marco immer noch nicht überwunden. Und es kommt noch schlimmer. Der 27-Jährige will die Fotos im Internet posten und erpresst sie eiskalt. Anna ist verzweifelt. Ich hoffe, dass ich den Ausbildungsplatz bekomme und das Praktikum nicht verliere. Was soll ich machen, wenn mein Chef die Bilder sieht? Der ist doch so konservativ. Mit ihrer Praktikumsvergütung und dem Mietzuschuss ihrer Eltern kommt Anna gerade so über die Runden. Die 500 Euro, die Marco von ihr erpresst, dafür hat sie keinerlei Rücklagen. All night long. Anna ist am Boden zerstört. Sie hat sich sofort auf den Weg zu ihrer Cousine ins Tanzstudio gemacht. Die erfahrene Stella ist die Einzige, der sie sich anvertrauen kann. Anna, hey, ich habe ein Problem. Marco hat mir einen Brief geschrieben. Ich soll ihm 500 Euro geben sollen und wenn nicht, dann tut er alle meine Bilder, die der von mir gemacht hat, auf und überall. Guck, der hat mir sogar 3 Stück gegeben. Lass dich doch nicht von dem erpressen, ich bitte dich. Wenn ich dem das Geld nicht gebe, kriege ich die Speicherkarte nicht und dann landen die Bilder sonst wo. Das, weißt du, das ist doch mittlerweile gar nichts Schlimmes mehr. Aber ich meine, der Typ ist ein Idiot, so oder so, aber ich meine, das sind doch eigentlich ganz schöne Fotos. Nein, guck mal, da sieht man mich in Unterwäsche, das kann doch nicht einfach jeder sehen im Internet. Stella hat wahrscheinlich auch durch ihren Job als Stripperin eine ganz andere Schamgrenze. Ihre Cousine Anna ist sehr viel schüchterner. Sie möchte auf keinen Fall, dass jemand die Fotos sieht, was auch verständlich und ihr gutes Recht ist. Vielleicht kannst du mir 150 oder so leihen. Hilf mir doch einfach bitte. Ich zahle dir das auch irgendwann bestimmt zurück. Ein bisschen. Ich meine, dann möchte ich 500 Euro. Du willst 500 Euro von mir, was soll ich 500 Euro haben? Wie viel kannst du mir denn leihen? Ich kann dir 150 Euro geben, aber ganz ehrlich, okay. Ich finde das total bescheuert. 150 Euro ist super. Marco darf auf gar keinen Fall die Fotos veröffentlichen, irgendwo hochladen. Ich habe jetzt noch 50 Euro für mein Praktikum, aber selbst mit den 150 Euro, die Stella mir geliehen hat, da fehlen mir ja noch 300 Euro. Da muss ich wohl doch meine Eltern fragen. Danke, Stella, oh mein Gott. Du bist die Beste. Danke, danke, danke. Anna hat zwar durch ihr Praktikum jeden Monat 250 Euro Einkommen, durch den Mietzuschuss von ihren Eltern 300 Euro Einkommen, insgesamt also 550 Euro. Das reicht aber bei weitem nicht aus, um den dreisten Forderungen ihres Ex-Freundes nachzukommen. Sie hat natürlich auch monatliche Nebenkosten wie Miete, Lebensmittel
Und damit sie den Forderungen von ihrem Freund sich zumindest etappenweise nähern kann, leiht sich Anna von ihrer Cousine Stella 150 Euro. Somit hat sie jetzt Gesamtschulden von 150 Euro. So tell me, tell me, tell me what to do. Anna ist pleite und verzweifelt. Am selben Abend trifft sie sich mit ihrer wohlhabenden Mutter Loretta. Die 19-Jährige braucht dringend Geld. Hallo Anna. Hallo Mama. Ja. Schön, dass du Zeit hattest. Ja, klar. Mir ist das so unangenehm, meine Mutter nach Geld zu fragen. Ich bin doch so selbstständig und ich bin auch gerne selbstständig. Aber was sollte ich denn machen? Ich muss doch Marco das Geld geben. Also ich wollte dich was fragen. Ja? Könntest du mir vielleicht 300 Euro leihen? Wofür denn so viel Geld? Ich wollte mir damit einen Laptop kaufen. Wofür brauchst du denn jetzt einen Laptop? Na, fürs Praktikum. Wenn ich einen Laptop hätte, dann könnte ich mir Lehrvideos runterladen und online recherchieren. Und dann hätte ich halt mehr Chancen und dann wäre ich halt besser. Verlangt dein Chef denn das von dir, dass du einen Laptop anschaffst? Das kann er doch nicht. Nein, das verlangt er natürlich nicht, aber ich möchte halt mehr Chancen haben und auf den Ausbildungsplätzen. Das Praktikum macht mir halt auch echt Spaß und ich würde halt wirklich gerne die Ausbildungsstelle haben und der Laptop würde mir echt helfen. Naja, okay. Anna liegt ihre Mutter an, um an Geld zu kommen. Es wäre besser gewesen, ihrer Mutter direkt die Wahrheit zu sagen und von der Pressung zu erzählen. Loretta würde ihr mit Sicherheit helfen. Ohne zu zögern, gibt Loretta ihrer Tochter das Geld. Anna hofft, dass Marco sie dann endlich in Ruhe lässt. Danke. Das hilft mir echt. Ich bin so froh, dass meine Mutter mir jetzt das Geld geliehen hat. Ich hoffe, damit ist der Horror mit den Bildern endlich vorbei. Ja, aber denk dran, ne? Dass du das zurückzahlst. Du kannst dir einen Raten dann zurückbezahlen, aber dass du selbstständig bist, ne? Und dass du auf deinen eigenen Füßen stehen kannst. Ja, ich weiß. Für mich ist kein Problem, ihr das Geld zu leihen. Aber mir ist wichtig, dass sie lernt, auf eigenen Füßen zu stehen und selbstständig zu sein. Deshalb erwarte ich, dass sie mir das Geld zurückzahlt. Am nächsten Tag. Anna hat sich mit Marco für die Übergabe verabredet. Die geforderten 500 Euro gegen die Speicherkarte mit ihren Fotos. Hey. Hi. Und, hast du es dabei? Hast du die Speicherkarte? Ja. Na bitte, es geht doch. Ich wusste doch, dass deine Eltern das Geld so locker sitzen haben. Warum denn nicht gleich so? Ziehst du zuerst rum? Ich musste die echt anlügen und das war echt schwer für mich. Die hassen es, mir Geld zu geben. Das ist mir doch scheißegal. Das eine sage ich dir, ne? Wenn du einem davon was gesagt hast hier von unserem kleinen Deal, ne? Dann mache ich dir das Leben zur Hölle. Ich habe wirklich keinem was gesagt. Ich schwöre, jetzt gib mir bitte einfach die Speicherkarte. Die Bilder darf wirklich niemand sehen. Du hast versprochen. Ja, was auch immer. Ist mir eigentlich auch mittlerweile scheißegal. Bitte. Das ist so armselig, du, ehrlich. Mann, Mann, Mann. Das sind auch alle Bilder, ja? Kann man nur versprochen? So armselig sein. Versprochen? Oh, jetzt hat Marco sein Geld und ich habe die Speicherkarte mit den Bildern. Jetzt ist der Horror endlich vorbei. Jetzt muss ich nur noch Mama und Stella das Geld zurückzahlen. €500 hat Anna an Marco gezahlt. Fast die gesamte Summe war geliehen. 450 Euro Schulden hat Anna jetzt. Von ihrem Praktikumsgehalt wird sie einige Zeit brauchen, um alles zurückzubezahlen. Eine Stunde später. Die Erpressung hat zwar ein Ende, doch Anna weiß nicht, wie sie Stella und ihrer Mutter das geliehene Geld zurückzahlen soll. Hi. Hi, Leon. Na, wie geht's dir? Gut, und dir? Super, ja, mir geht's auch gut. Sag mal, wo ich dich gerade treffe. Ich wollte dich schon die ganze Zeit gefragt haben. Was hältst du davon, wenn ich dich mal zum Essen einlade? Also, ich habe gerade eine Beziehung hinter mir. Okay. Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Okay. Ja, kann ich verstehen. Vielleicht ein andermal. Ja, ja. Mach's gut, ciao. Leon ist ja echt ganz süß, aber ich muss die ganze Sache mit Marco erstmal verarbeiten, bevor ich mich auf was Neues einlassen kann. Ich bin jetzt erstmal froh, dass das mit den Fotos endlich vorbei ist. Eine Woche später. Anna hat die Trennung mittlerweile verarbeitet. Die Schulden hat sie aber immer noch. So. Marco. Ja, du kennst doch das Spiel schon.
Pass auf, diesmal brauche ich von dir 600 Euro und ein Smartphone. Was soll das denn jetzt schon wieder? Ich habe dir doch schon alles gegeben. Weil sonst passiert Folgendes, sonst sage ich nämlich deinem Chef, dass du einen sehr interessanten Nebenjob machst, der sich nicht so ganz mit deinem Arztpraxisjob vereinbaren lässt. Ich habe keinen Nebenjob. Was soll das? Ja, das wird er natürlich anders sehen, wenn er hier dieses schöne Exemplar sieht. Spätestens jetzt sollte Anna zum Anwalt gehen. Der kann ihr helfen, dass die Bilder nicht veröffentlicht werden. Eine einstweilige Verfügung beantragen zum Beispiel. Und dann braucht sie überhaupt keine Sorgen haben, dass ihre Bilder an die Öffentlichkeit geraten. Anna ist verzweifelt. Marco hat sie eiskalt angelogen und Sicherheitskopien der Speicherkarte gezogen. Die 19-Jährige wird weiterhin erpresst. Ex-Freund Marco hat sie in der Hand. Wann soll ich denn 600 Euro in ein Smartphone nehmen? Das ist mir ganz egal. Ey, spinnst du oder was? Pass auf. Nee, du spinnst. Pass auf, du hast genau 3 Tage Zeit, ja? Weil sonst geht das hier in die Zeitung. Und ich werde natürlich sicher gehen, dass deine Eltern ein Exemplar bekommen und dein Chef auch. Ne? Das ist doch klar jetzt, ne? Also mach es einfach, ja? 3 Tage. Es reicht mit deinen Spielchen. Die Anzeige darf auf gar keinen Fall in der Zeitung erscheinen. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wie soll ich denn dann noch mehr Geld kommen?